Liebe Freunde, liebe deine Mutter, liebe Fans des Kitchen Kiosks, auf diese Sendung habe ich gewartet. Heute aus unserem Kiosk Pommes. Wir machen Pommes mit Camembert und Tomaten-Heidelbeersalze. Wie das Ganze funktioniert, wie immer in 15 Minuten. Ihr braucht eine Fritteuse, ein Backofen, Fett im Topf, ein Grill. Den Grill macht ihr euch schon mal an. Und dann braucht ihr Tomaten. Die entfernt ihr vom Strunk. Halbiert die Kumpels. Schneidet den Strunk hier so raus. Albert, soll ich das mal in Slow-Mo machen für dich so ein bisschen? Die Finger. Ja, mit so einem scharfen Messer sind manchmal die Finger schneller ab, wie man denkt. Warum mache ich Tomaten-Heidelbeersalsa? Weil es süß ist und jeder von uns kennt Ketchup, liebt Ketchup, aber manchmal kann es auch einfach was anderes sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr schneidet hier das Fruchtfleisch so ein bisschen raus. Das könnt ihr aufheben, ihr könnt euch davon Tomatensauce kochen. Ihr könnt es auch einfach wegtun, wie ihr wollt. Das brauchen wir für unsere leckere Salsa nämlich nicht. Eventuell habe ich mir zu viel Schneidkram hier für einfallen lassen, merke ich gerade. Aber irgendwo muss ja auch der Challenge-Gedanke her sein, oder? Richtig. Sehr gut, Albert, dass du das auch so siehst. Ich bin immer konzentriert, wenn ich im Stress bin. Deswegen kann ich jetzt leider nichts von mir geben. Ist das okay für euch da draußen? Der Challenge-Gedanke zählt. Sauber machen. Okay, ihr braucht einen Topf. Da kommt jetzt die Hälfte der Tomaten rein. Plus die Hälfte der Heidelbeeren. Und eine Runde Öl. Salz, Pfeffer und das Ganze wird jetzt aufgekocht. Hier habe ich schon heißes Fett. Wichtig ist, wenn ihr in einem Topf frittiert, liebe Leute, das ist sogar super, super wichtig, dann nehmt euch einen etwas flacheren Topf und lasst genug Platz. Wenn das Öl sprudelt, dass es nur bis zu einem gewissen Punkt sprudelt. Am besten messt ihr das mit so einem Holzstab. Wenn an dem Holzstab Bläschen kommen, dann ist das fett heiß. Kannst du das hier sehen? Jetzt? Okay. Das bedeutet, Fett ist geil heiß. Ich hau mal so eine Fritte rein. Ja. It wird. Okay. Also, Pommes rein da. Hier so ein bisschen rühren. Das kann ruhig so ein bisschen dirty sein, ne? Da muss ein bisschen Power und Geschmack ran. So. Und jetzt stellt ihr das Ganze zurück und lasst das nur noch so ein bisschen einköcheln. Dann habt ihr Kumpel Limette. Die wird ordentlich so
mal gedrückt und dann kommt der Saft daran. Und dann kocht das Ganze jetzt ein bisschen in dem Limettensaft. Währenddessen die Pommes am Frittieren sind, braucht ihr natürlich dann auch so ein Pumpelauffangblech, wo das Fett nachher reinkommt. So. Geil, ich liebe Fritten, müsst ihr wissen. Ich liebe tatsächlich Fritten. So, die Tomate schneidet ihr hier in kleine Würfel. In Zähnegreisen reden wir auch von Brunoise. Was sagt die Uhr, Albert? Die Uhr sagt 39. 9 Minuten 30. Ja. Okay. Sollten wir heute schaffen, sollten wir heute schaffen. So eine Salsa gehört normalerweise auch ein bisschen Chili, ne? Ich habe jetzt leider nur 5 Zutaten, aber ist auch nicht schlimm, weil unsere Pommes werden nämlich mit diesem unglaublich geilen Camembert gleich überbacken. So. Die Heidelbeeren schneidet ihr einfach wild. Wenn ihr richtig viel Laune habt, könnt ihr die einfach halbieren, jede einzelne. Ansonsten hackt ihr einfach mal wild mit dem Messer durch. So. Wieder zurück ins Töpfchen. Immer schön mit dem Messer Rücken kratzen. Dann gibt es auch keine Schimpfe zu Hause. Obwohl, kratzt du mit dem Messerrücken oder kratzt du mit der Klinge? Ja, mit der Hand. Du mit der Hand. So. Halbzeit. Halbzeit? Ja. Dann gucke ich doch mal, was so unsere Pommes machen, oder? Auf die Zunge gebissen. Guck mal hier. Diese Tomaten mit Heidelbeeren. Besser als jeder Ketchup, das verspreche ich euch. So, dann haben wir Koriander. Da zupfen wir uns ein paar Blättchen. Oder auch ein paar mehr, je nachdem. Wenn ihr kein Koriander liebt, liebt, weil er euch zu seifig ist und was ich alles schon gehört habe. Dann einfach Blattpetersilie, das funktioniert auch. Albert, Koriander oder Blattpetersilie? Beides. Beides. Also bist du jetzt nicht so anti und sagst, bleh. Nee. So, den Koriander mahlen wir hier so ein bisschen klein. Und der kommt auf die Tomate. So, schön mal Seite stellen, nach den Pommes mal schauen. Jo. Die sind in einer Minute gut. In dieser Zwischenzeit schneiden wir einfach schon mal die Hälfte des Camemberts. Camembert ist auch so ein unterschätzter Käse. So.
Albert, Pommes aus dem Backofen oder aus der Fritteuse? Was ist geiler? Ich glaube, aus der Fritteuse sind die geiler. Tatsächlich, liebe Leute, ich selber habe noch nie wirklich geile Pommes aus dem Backofen gegessen. Die waren alle irgendwie matschig, verbrannt und nicht ganz so Porno. Aber am geilsten ist immer noch zweimal frittiert. Zweimal frittiert. Die Zeit haben wir leider heute nicht. So, das Fett so ein bisschen. Und lasst das Fett auskühlen, liebe Leute. So, jetzt schwenken wir hier mal so ein bisschen rum, um das Fett da rauszukriegen. Dann ab in die Auflaufform. Ich komme mal rüber. Guck mal, wie viel Fett da dann. Dann, ihr kennt es von jedem Kiosk, Salz. Einmal rühren. So, jetzt packen wir hier ordentlich den Cheesy drauf. Albert, wann hast du das letzte Mal Pommes mit Camembert? Noch nie. Sehr gut. Dann freue ich mich umso mehr, dir heute wieder was Neues zu zeigen. Dann geht das Ganze in den Grill. Vorausgesetzt, es passt in den Grill. Oh, was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann gucken wir jetzt Tomaten mit Heidelbeeren. Hammer. Da halten wir jetzt einmal kurz den Mixstab rein oder den sogenannten Zauberstab. Geile Farbe, würde ich behaupten wollen. Lecker. So, und jetzt machen wir das hier komplett ran. Das noch knapp rein. So, und jetzt schaut mal hier. Vielen Dank für die Info. Vielen Dank für die Info. Jetzt haben wir hier wohl so eine mega Tomaten-Heidelbeersalsa. Ganz easy zubereitet. Ohne Zucker, ohne alles. Nur Heidelbeere, Tomate, Öl und Koriander. Easy. Easy going, ja? So. Ich guck mal nach der Pommes. Ich räume so langsam ein bisschen die Küche einfach auf. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich mache noch ein bisschen Koriander mehr da rein. So. Marius, wann hast du das letzte Mal Pommes mit Camembert? Noch nie. Das heißt, ich überrasche euch beide heute. Und klingt das für euch geil oder habt ihr eher so, naja. Oh, okay. So, dann werde ich diese Salz dann nochmal ein wenig anreichern. Ich mache das jetzt nur, wenn ich noch so ein bisschen Zeit habe. Ah, es gibt noch Pommes aus dem Airfryer. Kennt ihr dieses Teil, das mit so wenig Fett funktioniert? Habt ihr das schon mal gecheckt? Das habe ich immer nur gesehen, noch nie probiert. Gut, ich habe das auch noch nie probiert. Aber vielleicht findet so ein Teil mal Platz im Kitchen-Kiosk. So! Oh, guck mal hier. Wo zum Teufel haben wir einen Bundeswehrlöffel her? Alter. Was wir alles haben bei Food Boom. So. Das passt übrigens auch hervorragend zum Fleisch. Ihr müsst keine frittierten Pommes dazu essen, ne? Noch eine Minute. Okay, wir lassen es so lange wie möglich einfach im Ofen, weil die Challenge ist ja, es muss lecker und geil sein. Ich hole das so bei 30 Sekunden einfach raus, dann kriegt der Camembert nochmal ordentlich Bumsfarbe, ne? Wahrscheinlich verbrennen dann die Pommes. Tatsächlich. Beim nächsten Mal gibt es einfach... Oh. Guckt mal. Pommes und Camembert gemixt. Also wenn ihr jetzt keinen Bock darauf habt,
Dann macht sofort die Glotze aus. Und jetzt gibt es hier so schön das einfach hier rein. So, liebe Leute. Bestes Sommergericht für den Freitagabend. Verbrennt euch nicht die Finger. Das Teil kommt aus dem Grill. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Genießt Camembert und Pommes mit der Salsa. Guten Appetit. Bis zur nächsten Episode Kitchen Kiosk hier bei Foodboom.